Ein Weinfass ohne Wein. Im Weinsinnig in der Palaststraße nimmt einmal im Monat ein Winzer den Platz seines Erzeugnisses im Fass ein. Was es genau mit Fass X auf sich hat, weiß Manuela Schäbe, die Inhaberin des Weinsinnig. Man kann es sich so ein bisschen so vorstellen wie beim Sneak Preview im Kino. Man geht ins Kino, man weiß aber nicht, welcher Film kommt, ob Komödie oder Action. Und genauso ist auch bei Fass X. Man weiß, man kommt hier abends hin, man bekommt eine Weinprobe, nur welcher Winzer drin steckt, was da passiert, das weiß man halt nicht. Das Schöne ist auch immer, es ist wirklich so wie beim Film. Jedes Mal ist es auch anders, weil jeder Winzer hat eine eigene Persönlichkeit, eigene Philosophie, eigenen Charakter. Und so gestaltet sich der Abend auch dann immer anders, je nachdem, welcher Winzer im Fass ist. Also es ist immer ein Überraschungspaket. Fest steht also, es gibt Wein. Welcher das sein wird, bleibt jedoch unklar, bis der Winzer sein Fass verlässt. Bis dahin werden an drei Tischen Fragen gestellt, die der Winzer per Klopfzeichen mit Ja oder Nein beantwortet. Den Gewinnern winken weinsinnige Preise. Weinkenner muss man dazu allerdings nicht sein. Man braucht ja nicht das Expertenwissen. Es kann eigentlich jeder kommen. Es soll Spaß machen. Es soll einfach Lust auf Wein machen und Lust auf die Winzer, Lust auf die Region und das Ganze halt sozusagen als Überraschungsei oder Überraschungsfass verpackt. Die Veranstaltung findet seit März 2010 jeden ersten Mittwoch im Monat statt. Seitdem haben zwar schon einige Winzer den Platz im Fass eingenommen, aber Manuela Schäfer hat noch einen besonderen Wunsch für ihre Gästeliste. Günther Jauch kommt irgendwann noch. Der hat ja jetzt ein Weingut bekommen und ich denke, das ist auch eine spannende Geschichte. Ob Günther Jauch wirklich irgendwann im Fass landen wird, erfährt man jeden ersten Mittwoch im Monat im Weinsinnig. Alternativen für den Rest des Monats findet man, wie immer, im Eventkalender von 100.000.de.